Willkommen zu Hause, willkommen bei Ländle TV. Und damit darf ich Sie recht herzlich beim Ländle TV Wochenmagazin begrüßen. Familienspaß, schöne Wanderwege und Einkehrschwung mit Tradition. Der Sommer im Montafon hat einiges zu bieten. Die Leichtigkeit des Herzens, die Wohltat für den Körper und die Genüsse, die das Montafon so einzigartig machen, alles das lädt dann die alpine Welt ein. Tradition und Moderne. Dieser Brückenschlag gelingt im Montafon, wohin man schaut. Mitten im Ortskern von Schruns tragen historische Grundmauern aus dem 17. Jahrhundert das Gasthaus zum Kreuz. Seit 150 Jahren beherbergt das schützenswerte Haus jene Stuben, in dem Genuss und Lebenslust zu Hause sind. Einst von der Verwandtenfamilie Zudrell geführt, hat die Familie Juen 1891 das Gasthaus innerfamiliär übernommen. 100 Jahre später wurde die Gastwirtschaft in die vierte Juen-Generation übergeben. Seither leiten Bettina Schmid-Juen und ihr Mann Elmar die Geschicke des altehrwürdigen Hauses. Das Haus ist ein traditionelles altes Haus mit der Grundmauer aus dem 17. Jahrhundert und wir freuen uns, dass wir das jetzt der vierten Generation schon führen dürfen. Und mit dem Zentrum ist immer eine Herausforderung, aber das freut uns, dass wir das so haben und das macht Spaß. Der Herrgottswinkel, der früher in jeder Vorarlberger Stube vorzufinden war, verdeutlicht die Verbundenheit zur Kultur. Das althergebrachte Gericht auf dem Tisch, neu arrangiert, steht für den gelungenen Spagat zwischen traditionell und zeitgemäß. Wir schauen, dass wir den Spagat schaffen zwischen traditioneller Küche und ein bisschen Einfluss von Moderne. Wir schauen, dass wir regionale Produkte verwenden, so gut wir können. Wir versuchen, ein Gasthaus zu sein für Einheimische und Gäste. Wir können sehr gut auch bei verschiedenen Firmen, die ihre internationale Kundschaft gern bei uns einladen. Und ja, so versuchen wir, unsere Kundschaft zu verwöhnen. Rustikal und gemütlich. Der Kreuzkeller lädt zum gemütlichen Verweilen ein. Hier schmeckt das Essen und ein Umtrunk besonders. Das Haus wurde nicht umsonst mit dem AMA Gastrosiegel ausgezeichnet. Im Außenbereich, direkt vor dem Ambiente der Schrunzer Kirche, wird die herrlichste Hausmannskost der Region kredenzt. Hasenpfeffer Hemingway mit Butterspätzle und Speckbohnen, Grillteller, heimische Regenbogenforellen, Tafelspitz. Wenn in der Sommersaison nicht ohnehin im Ort eine Veranstaltung stattfindet, wird vor dem Kreuz Live-Musik gespielt. In Schruns ist am Wochenende somit also immer etwas los. Das Interieur der heimeligen Montafoner Stuben zieht sich durch alle Liegenschaften der Familie Schmid-Juen hindurch. So verfügen die Gastgeber über ein Landhaus einige hundert Meter entfernt und ein Apartmenthaus direkt hinter der Gastwirtschaft. 2014 wurde hier von lokalen Handwerkern besondere Rücksicht auf den stilechten alpinen Flair genommen. Naturholzeiche geölt bestimmt das Interieur in 5 Gastwohnungen. Die Liebe zum Detail und Annehmlichkeiten wie eine kleine Sauna laden auf einen entspannten Aufenthalt ein. Das Gasthaus zum Kreuz ist ein Schmuckkästchen mitten in Schruns. Die Gastgeberfamilie Schmid-Juen ist hier ihrem Anspruch, dem Brückenschlag zwischen Tradition und Moderne, mehr als nur gerecht geworden. Unweit vom Schrunser Ortszentrum ist der Aktivpark Montafon mit dem Alpenbad angesiedelt. Als größtes Erlebnisfreibad der Region in Tschagunz wartet das Alpenbad mit allem auf, was das Herz der Badegäste begehrt. Vom Naturbadeteich über 50 Meter Schwimmbahnen bis hin zu einem Sprungfelsen und einer Doppelwellenrutsche. Badespaß für Groß und Klein ist damit garantiert. Nach dem Sprung ins kühle Nass kann in den Strandkörben entspannt werden. Wer es sportlich nimmt, kann sich auf dem Beachvolleyballplatz ein wenig Strandsportfeeling verschaffen. Der Aktivpark Montafon bietet an schönen Sommertagen eine ausgewogene Mischung aus Action im Wasser und wohltuender Entspannung. Hinter dem Aktivpark Montafon geht es steil Richtung Latschau. Wer noch ein wenig weiter geht, findet den Eingang zum Gauertal. Ein Naturidyll, das seinesgleichen sucht.
Im Gauertal scheinen die Uhren stehen zu bleiben. Die Abgeschiedenheit von der Hektik des Alltags lockt zahlreiche Wanderer in die Gegend. Die Luft riecht nach frischem Heu und mit jedem Atemzug inhaliert man das alpine Lebensgefühl des Montafons. Auf 1250 Meter Seehöhe bietet das Gauertalhaus die ideale Gelegenheit zur Rast. Eingebettet in die herrliche Bergwelt vor der Kulisse der Sulzfluh und der drei Türme lädt die erste biozertifizierte Schutzhütte zur Stärkung ein. Hier ist man der klassischen Hüttenatmosphäre treu geblieben. Und dennoch findet man modernste Annehmlichkeiten vor, die von der Familie Manging und den Naturfreunden Österreich über die Jahre integriert worden sind. Die Pächterfamilie Andrea und Daniel Manging, die in Tschagguns mit dem Christerhof über eine hauseigene Bezugsquelle der feinsten Schmankerln der Region verfügt, prägt eine ganz besondere Leidenschaft, für die Besucher des Gauertals da zu sein. Wir sind aufgewachsen, natürlich als Kleiner schon auf der Alp hin, in dem Tal immer verbunden. Und dann haben wir immer ein bisschen spekuliert und gesagt, wenn das Hütli mal zum Verpachten ist, da werden wir uns bewerben. Und hängt natürlich bei uns mit dem Christerhof zusammen, wir haben unsere eigenen Produkte, uns ist wichtig, regional steht noch vor Bio für uns, wir sind ein Biobetrieb, aber regional ist noch wichtiger von den Alpen rundum. Die positiven Rückmeldungen der Gäste geben dem Hüttenwirten und seiner Familie immer wieder aufs Neue Antrieb. Ja, es sind richtig gute Freundschaften entstanden und wir haben eine E-Mail gekriegt und der hat geschrieben, oder die haben geschrieben, wir sind als Gäste gekommen und als Freunde gegangen. Und das hat eigentlich alles gesehen für uns und das ist unsere Welt. Unter dem Eindruck dieser Einstellung ist auch die nächste Generation der Familie Manging in den Betrieb hineingewachsen. Denn schon vor mehr als 20 Jahren wurde das Stammhaus, der Christerhof in Tschagguns, mit dem Innovationspreis des Landes Vorarlberg ausgezeichnet. Die Produkte aus der Hofmetzgerei und dem Hofladen werden im Gauertalhaus als feinste Hüttenkulinarik serviert. Tochter Anna hat von Kindesbeinen an gelernt, was Bio wirklich bedeutet. Besonders gemacht ist das Zertifikat natürlich aber auch das, dass wir die eigenen Produkte unter anderem verwenden, dass wir schauen, wo die Produkte herkommen, was wir für Produkte verwenden. Unsere Küche ist darum auch was Besonderes, weil wir einen eigenen Bauernhof haben, der Christerhof, das ist schon gut. Wir tun vom Sommer Gemüsebau, Obstbau, alles selber abpflanzen und auch, wir haben auch eine hofeigene Schlachterei und Metzgerei, wo wir die Fleischverarbeitung und Fleischveredelung selber vornehmen. Im Gasgarten und rund um den kleinen Schwimmteich lässt sich's bei bestem Bergwetter schon einmal ein bisschen länger aushalten. Wenn die Wanderlust für den Abstieg vor der Dämmerung dann doch schwindet und der Hüttenflair einen fest im Bann hält, ist es gut, dass das Gauertalhaus im oberen Stock über 32 Schlafplätze verfügt. Liebevoll hergerichtet bieten die Stockbetten den müden Wandersleuten Unterkunft. Wer allerdings nach einer Holztür mit ausgesägtem Herzchen Ausschau hält, sucht vergeblich. Die Sanitäreinrichtungen sind auf dem neuesten Stand. Hüttenflair so wie damals, mit allen Vorzügen der heutigen Zeit. Im Gauertalhaus verschmelzen Tradition und Moderne. Die Wege führen talauswärts zurück nach Latschau. Wer sich über dem Gauertal bei Matschwitz befindet, kann sich seit dem Sommer 2018 sogar den Abstieg dorthin verkürzen. Und zwar auf eine Art und Weise, deren Spaßfaktor nur schwer zu übertreffen ist, mit dem Waldrutschenpark am Bewegungsberg Golm. 7 Rutschen mit insgesamt 380 Metern Länge machen den Waldrutschenpark Golm zum idealen Ausflugsziel für Junge ab 4 Jahren und selbstredend auch für Junggebliebene. Wie im Fluge vergehen die 500 Höhenmeter zwischen Matschwitz und Latschau. Wem das zu schnell geht, den laden dazwischen Pausenplätze zum Durchatmen und Jausnen ein. Selbst bei unsicherem Wetter ist dem Besucher des Waldrutschenparks der Freizeitspaß sicher, denn die Edelstahlröhren sind geschlossen und damit auch immer trocken. Zwischen 30 und 62 Metern sind die einzelnen Rutschen des größten Waldrutschenparks Europas lang und stehen damit für einen kurzweiligen Weg talwärts. Das Ganze kann natürlich auch im klassischen Wandertempo bewältigt werden, denn die Waldrutschen werden von 9 Wanderwegen flankiert.
Der Brückenschlag zwischen Tradition und Innovation gelingt in Schrunz, Chacuns, wohin man blickt. Die Leichtigkeit des Herzens, die Ernest Hemingway damals beschrieben hat, ist in der alpinen Welt des Montafons unverändert dieselbe. Und heute kann diese Unbeschwertheit sogar noch um einiges erweitert werden. Sei es beim Wandern, beim Familienspaß oder beim Einkehrschwung auf ein regionales Spitzengericht. Der Sommer im Montafon hält unvergessliche Erinnerungen bereit. Herrliche Berge, sonnige Höhen, zerfahren unter den Wind. Am vergangenen Wochenende kämpften über 1500 Feuerwehrleute um den begehrten goldenen Helm in Ludesch. Der Wettkampf um den goldenen Helm zählt zum Höhepunkt des alljährlichen Landesfeuerwehrfestes, welches dieses Jahr in Ludesch stattfand. Am Bewerbsplatz haben rund 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei den Feuerwehrleistungsbewerben ihre Geschicklichkeit und Schnelligkeit unter Beweis gestellt. Das ist ein Teil unserer Ausbildung in der Feuerwehr. Natürlich geht diese Art von Wettkampf schon in das Sportliche, in die Leichtathletik schon. Und hier sind natürlich die Athleten, die ja, körperlich dementsprechend gut beieinander sind, meistens auch vorne. Grundgedanke der Veranstaltung ist, in freundschaftlicher Atmosphäre die Leistungsfähigkeit und den Ausbildungsstand der heimischen Feuerwehren unter Wettkampfbedingungen aufzuzeigen. Also ich meine, wir können schon stolz sein, dass wir tausende Feuerwehrleute haben, vor allem Freiwillige, die in den Einsatz gehen. Aber die müssen trainiert werden, die müssen ausgebildet sein, die begeben sich auch in Gefahr und sie müssen vor allem schnell sein. Und bei diesen Bewerben wird beides trainiert. Die Feuerwehr ist ein Teil von Gemeinschaft im Land, ein Teil von Kameradschaft natürlich auch. Und die stehen auch mitten in der Bevölkerung. Und die Bevölkerung muss auch wissen, die brauchen auch unsere Unterstützung. Sie brauchen die finanziellen Mittel des Landes, aber sie brauchen auch die Unterstützung der Familien, der Dörfer, der Gemeinden. Und das ist entscheidend. Die sind nicht irgendwo am Rand, sondern die Feuerwehren gehören in die Mitte. Der goldene Helm wurde im Jahr 1969 erstmals ermittelt und ist seither das begehrteste Objekt bei den Feuerwehren. Dieses Jahr gingen die Trophäen an die Schniefner Feuerwehr und an den Feuerwehrnachwuchs der Gemeinde Blons. Wir gehen jetzt in der Gruppe, wo wir jetzt so beieinander sind, seit 5 Jahren und ein super Erfolg gewesen wieder heute für uns. Ja, das ist einfach mein Hobby und ich tue das so gern für meine Kameraden und für das ganze Team. Und ja, wir sind einfach geile Truppen, sag ich jetzt einmal. Ja, wir trainieren schon einige Monate nur für den Wettkampf und ja, wir haben eine Mannschaft, wir haben zusammen. Bringt das viel, es ist halt Glück und halt, es macht dich glücklich und nur so. Es ist einfach cool. Vielen Dank, alles Gute. Danke. Gut, Gratulation. Ja, danke.
Die Firma Hirschmann Automotive konnte in den vergangenen Jahren ein starkes Wachstum erzielen und bietet seinen Mitarbeitern enorme Chancen. Wir schauten hinter die Kulissen des Unternehmens mit der Sendereihe Blickpunkt Industrie. Mehr als 100 Steuergeräte und über 4 Kilometer Kabel stecken heute in einem Auto der Oberklasse. Intelligente Steckverbindungen, Kontaktierungs- und Sensorsysteme sowie Spezialkabellösungen von Hirschmann Automotive verknüpfen diese hochkomplexen Gebilde. Die Produkte entsprechen den hohen technischen Anforderungen im Fahrzeug. Die Entwicklung erfolgt dabei in enger Zusammenarbeit mit den Herstellern der Automobilindustrie. Das Headquarter in Rankweil beschäftigt rund 1000 Mitarbeiter. Vor kurzem wurden das neue Zentrum für Werkzeug- und Sondermaschinenbau sowie ein neues Mitarbeiterzentrum eröffnet. Weitere Werke bestehen in Deutschland, Tschechien, Rumänien, Marokko, China und Mexiko mit weiteren 4000 Mitarbeitern. Neben der Entwicklung von Hochdruckkontaktsystemen sind wir auch ganz stark aktiv in der Entwicklung von Hochvolt-Stecksystemen, die für die Elektromobilität notwendig sind. Dort gelten andere Anforderungen als in den herkömmlichen Verbrennungsmotorfahrzeugen. Und dort haben wir bereits vor über 8 Jahren begonnen, dort Entwicklungen zu machen, um diesen Trend, der ja immer stärker wird, wie wir ja wissen, dort dabei zu sein. Ganz aktuell sind wir dran an einer neuen Steckverbindergeneration für hohe Datenraten im Gigabit-Bereich, die dann speziell für das autonome Fahren notwendig werden und auch schon sind, weil dort Daten eben in Echtzeit übertragen werden müssen. Der Werkzeugbau und das Sondermaschinenbauzentrum sind ein Herzstück von Hirschmann. Werkzeuge und Sondermaschinen werden für alle Werke weltweit entwickelt und gebaut. Dahinter steckt Hightech und Präzisionsarbeit von höchstem Niveau. Hirschmann Automotive hebt sich durch diese besondere Kernkompetenz von den Mitbewerbern ab. Die Präzisionsarbeit bei uns zeichnet sich aus, das Zusammenspiel zwischen Mensch, Technik, Systeme und Umgebung und besonders der Mensch mit motivierten Fachkräften, gut ausgebildeten Fachkräften. Unter dem Beruf Produktentwickler kann man sich die Erstellung von einem Design, von einem Stecker vorstellen, den nach Kundenanforderungen erstellt worden ist. Die Ableitung von 3D- und 2D-Zeichnungen gehört genauso zu unseren Aufgabengebieten wie die Erstellung von Toleranzrechnungen, Herstellbarkeitsanalysen, Simulationen und die Begleitung vor allen Produktvalidierungen schlussendlich. Im Qualitäts- und Zentrallabor werden die Produkte von Hirschmann Automotive mit besonderen Verfahren und Simulationen auf Herz und Nieren überprüft. Kälte- und Wärmekammern, Wasserbäder, Röntgengeräte, Rütteltests und vieles mehr. Die Lebensdauer in einem Fahrzeug wird nachgestellt. Bei der Prüfung von unseren Produkten in unserem Labor kommt es zuerst auf eine korrekte und gewissenhafte Präparation der Prüflinge an, ohne dabei das Ergebnis durch die Präparation zu beeinflussen. Das beinhaltet unter anderem das Bestücken der Prüflinge mit Messleitungen oder verschiedenen Sensoren, um Parameter zu überwachen, aber auch das Aufspannen von Prüflingen auf entsprechende Vorrichtungen. Die Lehrlinge von Hirschmann Automotive sind die Fachkräfte von morgen. Bereits ein Jahr nach der Gründung 1959 begann Hirschmann Automotive, Lehrlinge auszubilden. Die Ausbildung bei Hirschmann Automotive ist wie eine Reise. Die jungen Leute erwartet ein Unternehmen, das immer nach vorne schaut. Wir haben derzeit in 9 verschiedenen Lehrberufen, in Technik und auch in der kaufmännischen Berufe haben wir Lehrlinge. Und in diesen Bereichen wo wir die Lehrlinge ausbilden in den verschiedensten Rotationsplätzen. Also wir sind ein großer Betrieb und haben dort viele Möglichkeiten und da können wir unsere Lehrlinge dort vor Ort am besten die Ausbildung auch sorgen. Für uns ist ganz wichtig, dass die Lehrlinge mit Freude bei der Arbeit sind und mit Engagement, mit Eigeninitiative und auch Selbstständigkeit bei der Arbeit sind.
Hirschmann Automotive setzt auf ein professionelles Ausbildungsprogramm und unterstreicht dies durch Investitionen in moderne Ausstattung und gute Rahmenbedingungen für die Jüngsten der Belegschaft. Im April 2017 bezog die Lehrwerkstatt für Metallberufe die neuen Räumlichkeiten im Werkzeug- und Sondermaschinenbauzentrum. In dieser Werkstatt arbeiten alle Werkzeugbau- und Maschinenbau-Lehrlinge im ersten und alle Werkzeugbautechnik-Lehrlinge im zweiten Lehrjahr. Die Lehrlinge anderer Berufsrichtungen, wie zum Beispiel Elektro- oder Kunststofftechnik, erhalten hier ihre Grundausbildung in der Metalltechnik. Ich habe mich für eine Lehre in der Firma entschieden, weil es ist erstens nach zum Herkommen. Mir hat das Arbeitsklima in der Firma brutal gut gefallen, wie nach wie vor. Ich habe dahin relativ viele Berufe geschnuppert und darum war es eine sehr gute Entscheidung, mich da zu bewerben, und ich bin froh, dass ich die Lehrstelle da habe. Der Name Hirschmann Automotive steht für Innovation und Leidenschaft. Mit der Ausweitung an internationalen Standorten konnte das Unternehmen in den letzten Jahren ein starkes Wachstum erzielen und bietet den Mitarbeitenden an allen Standorten enorme Chancen. Sie profitieren von einem spannenden Umfeld, vom kulturellen Austausch und von attraktiven Aufstiegschancen. Sommerzeit ist Badezeit. Das Valblue hat kräftig investiert, um den Badetag für ihre Besucher zu einem ganz besonderen werden zu lassen. Der umfangreiche Umbau im Valblue Resort ist nun vollendet und bietet Spaß, Action und Erholung für Besucher aller Altersklassen. Wir sind jetzt seit 18. Mai mit dem Freibad in Betrieb, seit Ostern mit der Saunalandschaft. Damit sind eigentlich die ersten zwei Sanierungsetappen im Valblue abgeschlossen. Das Gesamte ist Teil eines dreistufigen Sanierungsplans, der auch Hallenbad und die Gastronomie mit einschließt. Beschlossen ist das Ganze schon 2015 worden und jetzt nach zwei Jahren leider ohne Freibadsaison sind wir mit so einem tollen neuen Bad in Betrieb. Die dritte Phase beinhaltet noch Sanierung vom Hallenbad, verschiedene Technikbereiche auch im Zusammenhang mit dem Hallenpark, der Gastronomie und der Küchenbereiche. Auch die ganze Liegewiese ist neu gestaltet worden. Das Restaurant, sprich das Bistro, hat ein komplett neues Lifting gekriegt. Ja, es ist eigentlich alles neu, auch der Hallenbad Beach, was wir da oben haben, das ist ein Sandplatz. Momentan befinden sich da oben noch Liegestühle, später soll da mal eine Bar entstehen für Smoothies, Longdrinks etc. Ja, der Beachbereich soll ein bisschen einen abwechslungsreichen Liegebereich darstellen, auch für Kinder, Jugendliche attraktiv. Und über den Sommer werden wir dort und da auch verschiedene Events planen, sowie Afterwork, Chillout, Sunset. Ja, in die Richtung gibt es auch Action mit DJ. Die Technik ist natürlich komplett neu. Also wir sind auf dem neuesten Stand. Das Wasser hat also eine perfekte Qualität. Wir fahren im Bäderbecken mit 26 Grad. Und für die Sicherheit sind wir natürlich 8 Mann, beziehungsweise auch Frauen, die für die Sicherheit im Bad sorgen. Seit Planungsbeginn wurde darauf geachtet, dass die Bevölkerung ein breites Angebot im Freibad vorfindet. Die Anlage ist nun auf verschiedenste Bereiche unterteilt. Wir haben also, wenn wir anfangen, zwei neue Planschbecken für die Kinder. Wir haben ein Erlebnisbecken. Das Erlebnisbecken ist voll mit Sprudel, mit Liegen zum Reinliegen und Relaxen. Es ist eine Insel drinnen, es ist ein Pilz, also alles, was ein bisschen Spaß macht für die Kinder. Dann haben wir ein Sportbecken, ein 50-Meter-Becken, das international genormt ist für auch große Wettkämpfe. Dort haben wir dann auf den ersten zwei Bahnen eine Self-Dining-Anlage, die du selber auslösen kannst. Infolgedessen kannst du für 100 Meter mal selber stoppen, damit du weißt, wie schnell du bist. Es gibt auch ein 1- und ein 3-Meter-Brett und dann natürlich unsere Rutschen. Einmal die Trieslide, das ist eine neue 10-Meter-Rutsche, wo drei Kinder nebeneinander rutschen können. Und die 80-Meter-Rutsche in- und outdoor. Aber auch die ist komplett neu ausgestattet mit Lichteffekten und so weiter. Und hinter uns befindet sich dann noch der Volleyballplatz, der wir früher noch schon gehabt haben, der auch natürlich wieder komplett neu hergerichtet worden ist. Auch kulinarisch sind wir im Freibad in Urlaubslaune. Und ab Ferienbeginn wird es wöchentlich die beliebtesten Speisen der Urlaubsländer auch bei uns im Freibad geben. Das ist vielleicht etwas Außergewöhnliches, wie auch das Angebot, das wir für Kinder und Familien haben. Wir haben einen eigenen betreuten Spieleraum mit Kinderanimation von Mittwoch bis Sonntag durchgehend in den Ferienzeiten. Besonders gut angenommen wurde auch der einzigartige Spa-Bereich. Die Gäste im Valblue können nun aus 5 verschiedenen Saunen im Innen- und Außenbereich wählen. Und in den Saunen dürfen sie einen wunderbaren Ausblick auf die Bergwelt in Bludenz genießen.
Auf einer 4000 Quadratmeter großen Anlage finden die Besucher einen einzigartigen Naturbadeteich und einen auf 35 Grad erhitzten Infinity Pool vor. Wohlfühlen fällt den Besuchern hier leicht. In der Saunalandschaft ist jetzt besonders im Sommer natürlich der Naturbadeteich ein Highlight, wie auch unsere aktivierenden Aufgüsse, die besonders unsere Stammgäste jetzt erschätzen, auch im Sommer. Bereits seit der Öffnung des Freibades und des Barbereiches darf sich das Val Blue um einen 40% höheren Saisonskartenverkauf freuen. Mit dem Umbau in Val Blue wurde ein Platz für alle geschaffen, die ihre Freizeit an einem besonderen Ort verbringen wollen. Ich kaufe gerne im Direktvertrieb ein, weil ich durch meine Praxis, durch meine Tätigkeit tagsüber sehr ausgebucht bin. Der Direktvertrieb ermöglicht mir, besonders am Abend, mich über meine Produkte, die für mich sehr wesentlich sind, genau zu informieren. Das schätze ich sehr. Und Sicherheit gibt mir die Golden Card von der Wirtschaftskammer. Mobil, modern, menschlich. www.derdirektvertrieb.at Augenaufschlag. Miss Curves 2016. Bombenausstrahlung. Miss Curves 2017. Das ist eine totale neue Welt für mich. Weibliche Kurven. Jede Menge Frau. Bewirb dich jetzt für das Miss Curves Casting am 15. September im Hotel Lamm in Bregenz und geh ins Rennen um die Krone für Vorarlbergs weiblichste Kurven 2018. Ich möchte alle vor die Linse bringen. Und jeder soll sich trauen und auch den Schritt einmal wagen und auch einmal über seine Grenzen drüber gehen. Vom Val Blue in Blutens geht es nun in die untere Au nach Frastanz. Dort unterhält sich Ländle TV-Geschäftsführer Günther Oberscheider mit dem Versicherungsvertreter Marco Fleisch. Ich wünsche interessante Minuten mit dem Ländle Talk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ländle Talk, wiederum von der unteren Au, vom Naturbadesee, vom Paradies in Frastanz. Ich habe heute einen ganz besonderen, erfolgreichen Gast bei mir, und zwar Marco Fleisch. Zur Erklärung, Marco, der beste österreichische Versicherungsberater der Grazer Wechselseitige. Also herzliche Gratulation an dieser Stelle. Danke Aber dir, Günther. Ich glaube, das ist nicht zum ersten Mal der Fall. Nein, es ist nicht zum ersten Mal. Ich habe das Glück gehabt und dank dem Vertrauen von meiner Kunden, dass ich jetzt zum vierten Mal da der beste Österreicher geworden bin und jetzt dreimal in Folge. Aber das ist halt nur möglich mit Kundentreue. Ja, Kundentreue ist schon ein wichtiges Thema. Ich darf noch eines vorabschieben. Wir sind bei du, wir kennen uns seit vielen Jahren. Haben dasselbe Stammlokal in der Kummernberg-Region und aus diesem Grund natürlich per Du. Marco, ich kenne dich ja wirklich schon lange und ich kenne die Versicherungsbranche, weil ich vor vielen Jahren selber aktiv war. Mhm. Ein eigentlich doch beinharter Job und das über so viele Jahre so erfolgreich zu sein, ist nicht selbstverständlich. Nein, ist es nicht. Es gehört eine gewisse Disziplin dazu, sonst geht das nicht. Und es ist natürlich ab und zu schwierig, weil jeder, wenn er fragt, was machst du für einen Job? Ja, ich bin Versicherer. Kommt gleich, okay, in den Lokalen sitzen, den ganzen Tag irgendwas anderes machen und gut Geld verdienen. So ist halt nicht. Denn wenn es so wäre, wäre ich jetzt nicht schon seit 26 Jahren in dieser Branche. Und dann hat man keine Berechtigung und man druckt das nicht durch. Dann. Seit 26 Jahren in dieser Branche hast du mit 14 Jahren angefangen? Mit 15. Ganz nein, ehrlich? Nein, mit 15. Also ich habe ein Jahr lang war in der Hack und dann bin ich ferial, also rein nur auf ferial zur Grave gegangen, über einen Monat, dass ich ein bisschen Kleingeld habe für die Ferien. Und dann bin ich hängen geblieben. Dann ist zu dieser Zeit, das war 1992, ist die Lehre neu rausgekommen als Versicherungskaufmann. Und
nachdem ich von zu Hause so geprägt war durch Großvater, den ich leider nicht mehr gekannt habe, aber vor allem durch einen Vater, der das auch schon über 45 Jahre macht und alles nur bei der Grave, habe ich gedacht, warum soll ich jetzt da die Hack machen, dann drehe ich noch eine Ehrenrunde vielleicht, dann geht es 6 Jahre und schlussendlich lande ich eh da. Und das hat mich dann motiviert, dass ich gesagt habe, komm, es gefällt mir und ich gehe gleich in diesen Job und schaue mal, was rauskommt. Unglaublich, wenn man sich die Geschichte anschaut und wie gesagt, ich kenne deine Geschichte, ist ein beinharter Job, tagtäglich und immer wieder um Kunden bemüht. Und Hand aufs Herz, ist es nicht oft auch mühsam, dass man 24 Stunden für seine Kunden da sein muss? Es ist ab und zu mühsam und es gehört aber auch dazu. Entweder man ist mit Herzblut dabei, das merkt ein Kunde. Und wenn man das mit Herzblut macht und du stehst am Morgen in der Früh auf und sagst, das ist mein Job, dann fällt dir das nicht schwer, diese 24 Stunden zu arbeiten, erreichbar zu sein. Wobei das natürlich 24 Stunden ein bisschen überspitzt ist, das Ganze. Ja. Aber das gehört dazu. Und weißt du eigentlich, wie viele Kunden du hast? Das wären wir haben gar nicht so viel, es wären ich schätze mal 700 bis 800 Kunden werden es sein. Ist natürlich dahingehend nicht so viel, weil wir hauptsächlich im Gewerbe- und Industriebereich tätig sind. Und durch das natürlich relativiert sich diese Zahl, weil da werden jetzt einige andere Mitbewerber oder Kollegen werden sagen, boah, der hat nur 700 Kunden. So ist es nicht, es ist einfach dieses spezielle Klientel, das wir betreuen, dass die Anzahl gar nicht so groß ist. Darf man über das Volumen reden? Lieber nicht. Aber es bewegt sich in einem zweistelligen Bereich. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht so wichtig. Weil, aber auf jeden Fall. Es spricht ja für sich, sage ich jetzt einmal, dass ich schon viele Jahre lang bei der Grave im vorderen Bereich bin und somit ist ja der Kundenstock dementsprechend. Und aber über Zahlen reden. Ja, es ist ganz ehrlich und auch finde ich sehr sympathisch auch, dass wir nicht über die Zahlen reden, das ist auch nicht so wichtig, sondern bei dir hat man das Gefühl, es stehen die Kunden im Mittelpunkt und nicht das Geld und die Zahlen. Wenn wir auf die Kunden eingehen, es sind also zum Teil Industriekunden, Großkunden natürlich, aber auch Privatkunden. Selbstverständlich. Also sich das herausnehmen, dass man sagt, der private Kunde ist nicht wichtig, das wäre furchtbar. Und ich fahre morgen in der Früh los, auch wenn ich einen Anhänger versichern muss und habe 1,5 Stunden Aufwand für eigentlich nichts. Aber das gehört dazu. Wenn man sich für irgendwas zu schade wird irgendwann, dann muss man das Ganze sowieso komplett hinterfragen, ob man das Richtige macht. Vielleicht eine naive Frage, aber was ist aus deiner Sicht die wichtigste Versicherung? Es ist schwierig. Jetzt wird es schwierig, ja. Ja, jetzt wird es schwierig. Die wichtigste Versicherung, wenn man jetzt den Gewerbe- und Industriebereich hernimmt, da geht es natürlich um eine Feuerversicherung, wenn man existenzielle Probleme hat, eine Betriebshaftpflichtversicherung, die Gefahren abdeckt. Also da sich festzulegen, was, ist ganz schwer. Das ist ja auch das Schwierige, dieses Maßgeschneiderte den Kunden zu bieten, dass man das wirklich analysiert, dass man am Abend stundenlang da sitzt, sich mit dieser Branche beschäftigt. Was ist da wichtig für diese Branche? Was gibt es Neues auf dem Markt, das er braucht? Und das ist, das Komplexe. Und da sitze ich wirklich nächtelang dran und mache mich schlau, vielfach jetzt mittlerweile über Internet und alles, weil sonst kriegt man ein Scheuklappendenken und das ist schwierig. Ich glaube, das Wichtigste gibt es nicht, wenn ich das ergänzen darf, sondern es geht einfach darum, maßgeschneidert für den Kunden das Richtige anzubieten, weil es handelt sich hier um Individuen, oder? Genau, und das ist alles individuell. Ich sage jetzt einmal, im Privatbereich sind wir schon so, dass im Prinzip eine private Unfallversicherung extrem Sinn macht. Weil es passieren, ich glaube, rund 800.000 Unfälle im Jahr, davon 3/4 in der Freizeit. Da hat die gesetzliche Versicherung greift da nicht, wenn da in der Freizeit was passiert, dann stehst du da. Also von dem her ist private Unfallversicherung absolut wichtig.
und auch die Vorsorge. Passt, ja, passt. Danke. Auch die Vorsorge ist immer Thema in den Medien, weil wenn man in Pension kommt und man hat nicht rechtzeitig drauf geschaut, dann ist halt schwierig, weil dann entsteht eine Lücke. Und jetzt hört man eh, die Leute werden älter, es gibt Kürzungen, jetzt redet man schon von Mindestpension. Und dass man da wirklich sagt, ich lege da was auf die Seite, macht wirklich Sinn, weil sonst kommt vielleicht das böse Erwachen, wenn man wirklich in Pension kommt und kann sich den Lebensstandard einfach nicht mehr leisten. Marco, Entschuldigung, dass ich hier nachhake, aber das Thema Vorsorge, nur ganz kurz, wir reden von Pensionsversicherung und so weiter. Ist es noch sinnvoll, heute eine Pensionsvorsorge in dieser Form zu machen, wo die Zinsen so, wenn ich sagen darf, auf dem Boden sind? Ich finde, es macht absolut Sinn. Weil es geht ja klar, das Zinsniveau ist momentan gleich bei Null, vor allem beim Sparbuch bekommt man gar nichts. Und so eine klassische Lebensversicherung, die man noch kennt, wie früher, wirft immer noch, die zahlen momentan noch, ich sage jetzt mal, 2 bis 2,5% an Zinsen. Und wo bekommt man das momentan? Und ich glaube, es geht auch eher um den psychologischen Aspekt, dass man was auf die Seite legt. Zinsen toll und alles, aber es geht um das, dass man einfach sagt, ich für meine Pension lege 200 oder 25 Euro, egal was, lege ich auf die Seite, dass ich einfach später einmal was habe. Drum die Zinsen wichtig und klar, man bekommt mehr, aber grundsätzlich geht es um das psychologische Aspekt, dass man wirklich sagt, ich lege aktiv was auf die Seite für meinen Lebensabend. Sehe ich ganz ehrlich gesagt ähnlich. Es ist eine psychologische Geschichte, weil wenn ich das Geld auf die Seite lege, dann ist es einfach weg und ich muss trotzdem durchkommen. Also hat einen psychologischen Aspekt. Natürlich muss ein Versicherungsberater auch Psychologe sein. Das heißt, auch bei Kunden, man muss sich vieles anhören. Aber wichtig ist natürlich die Fachkompetenz. Und wenn ich auf die Fachkompetenz zu sprechen komme, die besitzt du absolut. Und zwar bist du, wie bezeichnet man das richtig, wie die eine Ausbildung? Ich glaube, du sprichst der akademische Versicherungskaufmann an. Genau. Also ist doch ein ganz ein hohes Niveau der Ausbildung. Im Prinzip das Höchste, was es momentan in Österreich gibt. Höchstens man studiert Versicherungsmathematiker. Aber ansonsten ist das die höchste Ausbildung. Das ist ja ein Lehrgang über 4 Semester. Auf der Universität. Ich habe es in Graz gemacht, damals, das war 96, 97, und habe nebenbei bei der Generaldirektion bei der GRAWE gearbeitet und war auch der Erste, der das in Graz abgeschlossen hat aus Vorarlberg. Also ich war der erste Vorarlberg, der diesen Titel eigentlich da ins Ländle mitgebracht hat, nach 2 Jahren. Und der macht dahingehend Sinn, dass man wirklich vieles lernt, von der Pike auf. Man wird wirklich zum Experten in vielen Sachen. Und was es auch noch ist, ich war natürlich sehr jung. Ich bin dann mit 18, 19 bin ich zurückgekommen aus Graz. Und wenn du dann mit dem Kunde redest und da sitzt so ein junger Kerl da, ist vielfach natürlich die Vertrauensbasis nicht so gegeben. Aber durch das, dass ich dann gesagt habe, ich habe das gemacht und hin und her, habe ich gerade in den Anfängen dahingehend profitiert. Um mein Altersmanko wieder gut zu machen. Und jetzt hättest du das Alter und das Fahrwissen. Ja, genau. Ja, richtig. Ja, aber danke, ich weiß, man sieht's. Ja, wie gesagt, wir kennen uns ja schon lange. Marco, leider rennt uns die Zeit davon. Vielleicht eine kurze Antwort noch auf eine Frage. Du bist ja auch Versicherungsprüfer. Du nimmst Prüfungen ab von Leuten, die Versicherungsausbildung machen. Ja. Eine ganz besondere Geschichte, wo man vor allen Dingen 80 Euro am Tag verdient, also sensationelles Gehalt. Nein, da geht es nicht um das. Und da hat man mich gefragt, weil es gibt so eine Plattform, die heißt Bildungswerk Österreichischer Versicherungswirtschaft. Und das ist, da hat man eine Prüfung ins Leben gerufen, dass jeder, der im Außendienst tätig wird bei einer Versicherung innerhalb von 2 Jahren, aber halt mich nicht fest, diesen geprüften Versicherungsfachmann oder Fachfrau ablegen muss, dass dadurch eine gewisse Qualitätssicherung entsteht. Weil wir wissen ja gemeinsam, dass der Ruf des Versicherungsvertreters oder Beraters nicht unbedingt so rosig ist.
wenn man darüber spricht. Und durch das wird das ein bisschen abgefedert, dass man vielleicht einmal mit Stolz irgendwann an der Bar sagt, ich bin Versicherungsvertreter. Wer weiß. Also ich finde das ein ganz wichtiger Einwand. Wie gesagt, ich war selber in dieser Branche vor vielen Jahren tätig und das Ansehen der Branche war nicht unbedingt extrem groß, ist übrigens aber in der Schweiz und in anderen Ländern viel größer. Also wenn man in der Schweiz Versicherungsberater oder Versicherungskaufmann ist, ist man eine angesehene Persönlichkeit. Ich glaube, ein Typ jetzt wie du, der solche Ausbildungen macht und so weiter, braucht schon sehr viel Know-how, um so erfolgreich zu sein. Ich glaube, die Branche hätte es sich verdient, eine größere Anerkennung zu bekommen. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass es schwarze Schafe gibt. Es gibt schwarze Schafe, aber durch solche Maßnahmen ist es natürlich so, dass man genau das versucht, für die Zukunft ein bisschen eine bessere Qualität zu sichern. Weil es ist natürlich schwierig, weil der Kunde ist dann schlussendlich ist der Kunde, der was braucht, ist das Opfer. Wenn er zu gewissen Personen kommt, die das einfach nicht so im Griff haben, sagen wir es mal so. Und wenn dann ein Schaden passiert, dann ist man froh, wenn man gut aufgehoben ist und einen richtigen Versicherungsberater hat. Es rennt uns echt die Zeit davon. Bitte zum Abschluss noch etwas Privates, Marco. Du bist ja nicht nur erfolgreicher Versicherungsberater, sondern noch vieles mehr. Hast du ein Privatleben? Was macht Marco Fleisch privat, wenn er nicht in unserem Stammlokal sitzt? Aha, okay. Also wenn ich nicht in unserem Stammlokal sitze und du merkst, wir sitzen beide nicht mehr so oft, nicht mehr so oft da. Na, ich sage jetzt mal, Freizeit ist für mich sehr geprägt und glücklich geprägt durch meinen Sohn Vincent. Der ist 7 Jahre alt und mit dem eigentlich, der gibt mir die Freizeit vor. Und dann bleibt nicht mehr viel Platz. Es ist am Wochenende, unternehme viel mit ihm, mache viel. Momentan ist er begeistert bei Altach am Fußballspielen. Er will einmal ein Bundesliga-Star werden bei Altach. Und früher habe ich Tennis gespielt und alles, aber jetzt dreht sich es wirklich eigentlich um uns zwei, dass wir die Freizeit so gestalten, dass wir beide am Abend mit einem Grinsen ins Bett gehen. Und dann war es ein schöner Tag für beide und das gibt mir so viel zurück. Muss ich ehrlich sagen, dass er gibt mir die Energie, die ich brauche, zum unter der Woche wirklich auch voll wieder für meine Kunden da zu sein, voller Energie. Dann wünsche ich dir ganz einfach, dass du viele schöne Stunden, möglichst viele schöne Wochen und viele Jahre mit deinem Sohn verbringen kannst und viel Kraft tanken kannst. Ja, zu deinem großen Erfolg zum Abschluss. Wiederum der erfolgreichste Versicherungsberater der Grave können wir anstoßen, glaube ich. Ja, das können wir, wirklich. Ich gratuliere dir recht herzlich, wünsche dir weiterhin viel Erfolg und danke dir recht herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast und hier mit dabei warst beim Ländle Talk in Frastanz. Super, danke Günther, das hat mich auch sehr gefreut. Danke. Ja, liebe Zuseher, ich hoffe, es war für Sie interessant. Ein interessanter, erfolgreicher, junger Mann in Vorarlberg, der österreichweit aufzeigt, was ein sympathischer, erfolgreicher Versicherungskaufmann ausmacht. Nächste Woche verspreche ich Ihnen natürlich wieder einen interessanten Gast, wenn es heißt Ländle Talk, hier von der Unteren Au im Naturbad in Frastanz. Schön, dass Sie mit dabei waren. In den 90er Jahren waren sie Superstars. Knapp 30 Jahre später wissen sie ihre Fans immer noch zu begeistern. Die Rede ist von der Kelly Family. Diese konnte man am vergangenen Wochenende im Messequartier in Dornbirn live erleben. Das Dornbirner Messeareal Freitagabend. Aus allen Himmelsrichtungen kommen Menschen angeströmt, gut gelaunt und voller Energie. So manche Fanshirts und Gesangeschöre mögen den Anlass verraten. Die 90er-Kultbands The Kelly Family sind nach knapp 20 Jahren wieder auf der Bühne vereint. Unter den Besuchern viele Fans der ersten Stunde, aber auch Menschen, die viele Erinnerungen mit ihrer Musik im Herzen tragen. Also ich habe schon immer die mal gesehen, einfach von früher, ist das so Kelly Family, wow. Und als ich gehört habe, dass die live hier spielen, so nach, habe ich gedacht, jetzt oder nie. Wie reagieren die Leute, wenn man sieht, man geht zu Kelly Family? Ja, wir haben schon gesehen. Ich erzähle es eigentlich jedem, mir ist das eigentlich total egal, oder? Aber wenn du so siehst, dann gehst du zu den Kellys, dann hat jeder mal so ein Schmunzler da oben und dann denkt, okay, wenn du aber kommst, wird mal jeder so. Wir schon mal 100 Leute treffen, die du sowieso kennst, schon jetzt da wird.
Und so ist es eigentlich auch, oder? Aber ist ja total lässig. Während sich 5000 Fans vor der Bühne versammelten, bereiteten sich ein paar wenige Fans auf ein Treffen mit der irischen Familie vor. Die Anspannung war zuvor verständlicherweise groß. Das kommt eben auch noch dazu, ich bin brutal nervös, ich bin gerade momentan, ich weiß gar nicht, das ist egal so, ich komme gar nicht klar. Also es ist, ja, ich kann es nicht sagen, es geht auf jeden Fall ein Kindheitstraum von mir in Erfüllung, weil ich war immer so unerreichbar auf dem riesen Bühne und dem Stadion. Und jetzt nachher habe ich sie so vor mir. Also ich glaube es noch gar nicht. Also echt. Pünktlich um 19 Uhr gingen schlussendlich die Lichter an und die musikalische Großfamilie gab die ersten Hits zum Besten. Auch Jahrzehnte später und in kleinerer Besetzung begeistert ihre Musik die Menschen und sie sorgte für einen unvergesslichen Abend in Dornbirn. Nächste Woche werden die Bregenzer Festspiele feierlich eröffnet. Beim Pressetag gab es bereits einen kleinen Vorgeschmack auf die Festspielsaison. Die Bregenzer Festspiele starten in wenigen Wochen in ihre 73. Saison. 90% der Karten für Carmen sind bereits vergeben. Und im Festspielhaus und auf der Seebühne laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Einzelne Szenen werden zu einem Ganzen zusammengeführt. Maske und Kostüm auf den eigenen Leib geschneidert. Auch im zweiten Jahr der Carmen-Inszenierung ist man von einer einkehrenden Routine weit entfernt. Nein, wird auch nie Routine werden. Theater ist Gott sei Dank immer lebendig und durch die unterschiedliche Zusammensetzung auch der Teams und der Künstler auf der Bühne bleibt es immer ein ganz lebendiger Moment und Prozess. Ja, jetzt sind die wichtigsten Proben. Jetzt kommt alles zusammen, jetzt kommt dann das Orchester. Ab Montag sind die Proben mit Orchester. Es beginnen jetzt die Proben auch mit Kostüm und Maske. Also jetzt ist sozusagen das Finish. Und das ist, man sieht jetzt speziell bei der Hausoper das erste Mal wirklich, wie es dann sein wird am Premierenabend. Und das ist ganz besonders spannend. Begeistert von der Bühne und dem außergewöhnlichen Standort wagt sich einmal mehr Kasper Holten an die Regie und Inszenierung. Für das Team und die Darsteller immer wieder eine ganz besondere Erfahrung. Es ist einfach irre. Also das ist wirklich Wahnsinn, wenn man rauskommt und dann einfach diese Masse sieht und die Energie spürt. Und ja, einfach dann die ersten Töne also auf der Bühne, also auf der Seebühne vor allem, darf ich die ersten Töne auf der Bühne singen. Und das ist schon eine unglaublich schöne Aufgabe, dann die ersten Klänge sozusagen hinauszulassen ins Publikum. Und ja, das ist ein sehr, sehr spezielles Gefühl. Unmöglich mit irgendwas anderem oder mit irgendeinem anderen Opernhaus zu vergleichen. In diesem Sommer gibt das Festspielhaus gleich eine zweite Oper zum Besten. Mit Beatrice Cenci werden die Gäste am Abend der Festspieleröffnung geschichtlich nach Rom entführt. Die Spielorte könnten nicht unterschiedlicher sein, die Schicksale der Stücke nicht ähnlicher. In beiden Stücken sind Frauen in gesellschaftlich ganz engen Strukturen, nahezu in einem Korsett und versuchen sich da zu behaupten. Am See Carmen, die sich durch ihre Erfahrungen einen sehr starken Panzer nahezu angelegt hat und Gefühle nicht an sich heranlässt. Und im Haus Beatrice Cenci, von ihrem Vater unterdrückt, gequält, versucht sich durch den Mord an ihrem Vater zu befreien und auch sie wird leider nicht befreit, sondern stirbt am Schluss. Und trotzdem haben beide Komponisten den Frauen ein ganz, ganz großes Denkmal gesetzt für ihre Persönlichkeit und für ihren Kampf um Freiheit. Ab 19. Juli gibt es dann die Möglichkeit, sich selbst ein Bild von den Stücken zu machen. Das war's vom Ländle TV Wochenmagazin für diese Woche. Ich darf mich mit dieser Ausgabe vom Wochenmagazin in die Babypause verabschieden. Ich hoffe, Sie bleiben Ländle TV treu und wir sehen uns bald wieder. Machen Sie's gut. Tschüss.